Herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Wir spielen Before We Leave. Ja, ich hatte selber hab noch nicht reingeguckt. Ich habe mir das Spiel selbst gekauft, also nichts von wegen Werbung oder so. Und ja, schauen wir doch einfach mal. Fangen an mit der Einführung, würde ich mal sagen. Vor langer Zeit zog sich die Menschheit in unterirdische Bunker zurück, um einer Katastrophe von galaktischem Ausmaß zu entkommen. Erst Jahrhunderte später, als die Ursache dieses Unheils bereits in Vergessenheit geraten war, traute sich die Menschheit wieder an die Oberfläche. Ihr bleiben nur noch wenige Überbleibsel ihrer Vergangenheit und ihres einstigen Wissens. Und so beginnt sie aufs Neue mit dem Aufbau einer Zivilisation auf einem neugeborenen Planeten. Grundlegende Steuerung. Endlich ist es soweit. Nach einer ewig anmutenden Zeit kommen deine Bürger aus ihrem unterirdischen Schutzraum wieder an die Oberfläche. Halte die rechte Maustaste gedrückt, um dich in deiner neuen Heimat zu bewegen, und zoome mit dem Mausrad hinein und heraus. Also, so bewegen wir uns. Und jawohl. Dorf errichten, geben wir deinen Bürgern ein Zuhause, indem wir Straßen und Hütten bauen. Alle Gebäude müssen an einer bestehenden Straße platziert werden. Wenn du mit dem Platzieren fertig bist, kannst du das gewählte Gebäude mit einem Rechtsklick abwählen. Hä? Wenn du mit dem Pla Okay. Achso, das ist der Bunker. Straßen. Da sind schon Straßen. So, das eine hier, das würde ich gerne wieder abreißen. Geht noch nicht. Schwupp. Klasse, der Schutzraum produziert zwar langsam Nahrung und Wasser, aber du brauchst mehr und zwar schnell. Ein Kartoffelfeld und ein Brunnen. Ich würde sagen, den Brunnen setzen wir mal dahin. Und das Kartoffelfeld. Muss ja die Straßen noch durchbauen können. Also würde es vielleicht Sinn machen, das hier hinzusetzen. Und vielleicht da auch noch eins. Du kannst die Kamera mit den Pfeiltasten oder mit den Buchstaben. Jetzt musst du eine Holzfällerhütte errichten, um Baumaterial zu erhalten. Platziere sie in der Nähe von Bäumen, damit du schneller an Holz kommst. Okay, also mit den Pfeiltasten kann ich auch. So, jetzt wollte ich das hier. Das weg, genau.
So, und dafür möchte ich jetzt aber. Das so bauen, damit ich da was ranbauen kann. Und ich möchte da eine Straße hinbauen und da eine Straße hinbauen, damit wir diese Gebäude vielleicht für später auch noch mal angeschlossen kriegen. So, und da bauen wir den Holzfäller. Ja, die Kamera mit den Pfeiltasten. Du kannst die Kamera mit den Tasten Q und E drehen. Ah, ja. Nun brauchen deine Bürger Hilfe, um die Überlebensstrategien ihrer Vorfahren neu zu erlernen. Baue eine Entdeckerhütte, um Gegenstände aus Haufen uralter Technik zu sammeln, und errichte eine Bibliothek, um ihr Wissen zu erweitern und zu bewahren. Okay. Entdeckerhütte. Ich würde sagen, die baue ich mal hier hin. Und die Bibliothek baue ich hierher. Oh, und du hast mit deinem letzten Stein den Brunnen gebaut. Und jetzt benötigt die Bibliothek mehr. Lass uns das in Ordnung bringen. Zertrümmere mit dem Abrisswerkzeug einige Felsen, um Steine für den Bau zu gewinnen. Wähle das Abrisswerkzeug und klicke auf den Felsen, die du entfernen möchtest. Felsen zu zertrümmern ist harte Arbeit. Du musst also ein wenig warten, bis deine Bürger damit fertig sind. Okay. Super, jetzt haben wir die Steine, die wir brauchen. Du kannst auch Wälder mit Hilfe der Abrissfunktion roden, aber anders als Wälder, in denen der Holzfäller arbeitet, wachsen abgerissene Wälder nicht nach. Reiße also nur so viel ab, wie nötig ist, um Platz zum Bauen zu schaffen. Kleiner Tipp: Wenn du neue Straßen legst oder Dinge abreißt, kannst du klicken und ziehen, um eine lange Straße zu bauen oder ein Gebiet abzureißen. Das spart ordentlich Zeit. Okay. Ja, das wäre ja zum Beispiel sinnvoll, wenn man jetzt sagt, das und das weg. Das heißt, wir können hier dann auch noch was hinbauen. Das Dorf steht jetzt. Wir können uns also größeren Zielen zuwenden. Wir werden mit einem Schiff die Welt erkunden. Um dein Schiff zu bauen, benötigst du unter anderem mehr Werkzeuge. In der Nähe befindet sich ein uraltes Metallgebilde, das der Legende nach ein Ding in ein anderes verwandeln kann. Vielleicht hilft das. Also, das ist im Grunde jetzt unsere Werkzeugfabrik.
ich sagen, bauen wir mal. Okay, es ist Zeit zu büffeln. Deine Bürger können nun die Bibliothek nutzen und sollten erforschen, wie man Steine und andere Materialien sammelt, damit sie das Schiff reparieren können. Aber zuerst solltest du dir die Steuerung des Spieltempos ansehen. Oben links auf dem Bildschirm sind die Schaltflächen, mit denen du die Zeit anhalten oder beschleunigen kannst. Probier es mal aus. Spiel angehalten. Doppeltes Tempo, dreifaches Tempo, wieder normales Tempo. Gut. Stein ist eine wichtige Ressource, die an den Bergen der Hochebene abgebaut werden muss. Aber dazu musst du erst hinaufkommen. Erforsche Aufzüge und baue dann einen an eine Felswand. Den Aufzug, genau. Forschen. So, den Aufzug zum Beispiel könnten wir dann hier hinbauen und von da aus in alle Richtungen gehen. Okay, platziere deinen Aufzug an einem Ort, von dem aus du einen großen Bereich der Hochebene erreichen kannst und der dir Zugang zu den Bergen und den rostenden Kolossen dort oben gewährt. Auch Aufzüge müssen an einer Straße errichtet werden. Also denk daran, eine Straße bis zu der Stelle zu bauen, an der du sie platzieren willst. Vergiss nicht, mehr Werkzeuge mit dem Umwandler herzustellen, wenn sie dir ausgehen. Okay. So, das heißt, wir bauen jetzt einen Aufzug. So. Dahin. Das Hochland ist jetzt zugänglich, also überlege dir, wie du deine Bürger dazu bringen kannst, Steine abzubauen. Bergbau. Gut, machen wir doch. Du kannst dir alle Nachrichten und Aufgaben aus der Einführung im Einführungsverlauf ansehen. Diesen findest du im Pausenmodus. Du kannst auch dann darauf zugreifen, wenn du gerade nicht die Einführung spielst. Okay. So, was gibt's denn hier Schönes? Rostender Koloss, Berg, Berg. Uralte Technik, grün. Es ist Zeit, einen Steinbruch zu errichten. Wichtig, der Steinbruch muss neben einem Berg und an einer Straße gebaut werden. Es kann also sein, dass du eine Straße von deinem Aufzug zu dem Berg bauen musst, von dem du abbauen willst. Der Steinbruch ist auch ein Gebäude, das seine Umgebung verschmutzt. Verschmutzung wirkt sich darauf aus, wie zufrieden deine Bürger sind und wie effizient sie arbeiten. Wähle mit Bedacht, wo du Gebäude platzierst, die ihre Umgebung verschmutzen. Okay? Dann würde ich sagen, bauen wir erstmal eine Straße. Da kann ich nicht. Da müssen wir erstmal.
dahin haben wir Weg. Und jetzt wollen wir einen Steinbruch bauen. Bauen wir mal dahin. Wusstest du, dass Wälder langsam die Verschmutzung der angrenzenden Kacheln entfernen? Okay. Wie war das? Irgendwas war doch hier mit Werkzeugen, ne? Deine Bürger bauen jetzt Steine ab. Du bist also auf dem besten Weg, die Segel zu setzen und neues Land zu entdecken. Bevor es dazu kommt, musst du aber erst uralte Geräte reparieren, um das alte Schiff an der Küste seetüchtig zu machen. Die Reparatur, jawohl, das hatte ich mir schon fast gedacht. So, und hier wollen wir mal wieder ein paar Werkzeuge bauen, ne? Bevor uns die ausgehen. Überall liegen mittlerweile Sachen rum. Also ich denke mal, wir müssen auch demnächst mal Lager bauen. Vermute ich jetzt mal so. Ausgezeichnet. Die Reparatur des Schiffs wird eine Menge Bürger und Ressourcen erfordern. Vergrößere die Zahl deiner Bürger, damit die Arbeit schneller vorangeht. Wusstest du, dass deine Gebäude Vor- und Nachteile erhalten, je nachdem, was neben ihnen steht? Zum Beispiel können Hütten, die neben anderen Hütten stehen, mehr Bürger beherbergen, aber ein Brunnen, der neben so einer Hütte steht, wird langsamer Wasser produzieren. Okay. So, da bauen wir mal noch ein Häuschen hin. Oh ja, die Entdecker. Wir sammeln irgendwie Punkte. Und die Bibliothek. Ja, ich greife dem mal noch nicht vor.
Das reicht erstmal. Dann habe ich 7 Stück. Da sind 4 drin. 4 mal 7 sind 28, 25 soll ich. Also die Enden haben immer nur 3. Und die dazwischen 4. Das heißt 28, 26 Stück dann nur. Wow, deine Bürger häufen jede Menge Materialien an. Lass uns ein Lagerhaus erforschen und bauen, damit wir diese überschüssigen Ressourcen lagern können. Das hatte ich mir schon fast gedacht. Das Lagerhaus, genau. Das sollte recht flott gehen. Abgeschlossen, dann bauen wir doch das Lagerhaus. Jetzt ist die Frage, wo bauen wir das hin? Hier, so schön zentral, ne? Aha. Das ist länger. Das passt doch, dann geht das da hinten hin. Sinnvoller wäre es wahrscheinlich hier gewesen. Aber egal. Dann gehen wir mal wieder bei, wandeln mal wieder ein bisschen was um. Schwupp, fertig. Wähle die Ressourcen aus, die du in deinem Lagerhaus aufbewahren möchtest. Lagerhäuser haben nur begrenzten Platz. Je mehr Arten von Ressourcen du lagerst, desto weniger Platz hast du für jede Art. Ja, macht Sinn, ne? Holz, Werkzeuge. Stein. Bald kannst du das Schiff reparieren. Du brauchst eine bessere Quelle für Werkzeuge als den Umwandler. Es ist an der Zeit, im Hochland nach Eisen zu suchen. Gewaltige Maschinen uralter Zivilisationen, die in der Vergangenheit vor sich hingerostet sind. Hier kann Eisenerz abgebaut werden. Verarbeitung. Auf geht's.
weiter, hier weiter, da weiter. Eisenmine. Jetzt nochmal die Eisenmine. Da einer und da einer. So, dann haben wir nämlich die drei komplett abgegrast hier. Auf der Karte eines Gebäudes, das Arbeiter benötigt, kannst du mit einem Klick auf das kleine Vorhängeschloss-Symbol unter den Arbeitsplätzen einige Plätze sperren, sodass weniger Bürger dort arbeiten. Okay. Werkzeuge herstellen. Um das Eisen zu Werkzeugen zu verarbeiten, benötigst du ein Eisenwerk und eine Werkzeugschmiede. Das sind spezielle Gebäude, die Strom benötigen. Zum Glück haben deine Bürger ein altes Kraftwerk in der Nähe des Dorfes gefunden. Repariere das zerstörte Kraftwerk und baue dann ein Eisenwerk und eine Werkzeugschmiede. Bis alles steht, musst du weiterhin Werkzeuge mit dem Umwandler herstellen. Ja, aber damit sind wir am Ende der ersten Folge. Schön, dass ihr da wart. Ich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann, tschüss.